Spiegel. Das Mikrofon. Das Mikrofon. Komme ich das hin? Beim ersten doch ja, oder nicht? Siehst du das? Hallo zum Testspiel Grün-Weiß-Schwerin B-Jugend gegen den SV Tungendorf aus der Nähe von Bad Segeberg. Wir haben hier gerade die ersten zwei Tore gesehen. Und als nächstes der Wurfversuch von Laura Stamer. Gekonnt abgewehrt durch die Nummer 16, Beke Kettelhut. Laura Schulze kann sich gekonnt durchsetzen, kommt über die halbrechte Position und bezwingt Sina Gülükay im Tor von Grün-Weiß-Schwerin. 2-1 Führung. Und der Fehlpass von Aline Brandt. Und im Gegenzug erfolgreich die Nummer 7 für den SV Tungendorf, Janne Hübner, 3-1 Führung. Es folgt der nächste technische Fehler bei Ines Jeske. Und wieder schaltet der SV Tungendorf unheimlich schnell um. Diesmal ist erfolgreich Jessica Reifs. Leichte Verunsicherung im Aufbauspiel von Grün-Weiß-Schwerin. Folgt der nächste Ballverlust. Was hat Celine Hoffmann da gerade gedacht? Der Trainer sagt gerade, das ist kein Fußballtor.
Kann passieren. Es bleibt bei der 4-1-Führung für den SV Tungendorf. Ich denke, nun wird es langsam Zeit für die Schweriner Mädels, Druckfall zum Tor zu arbeiten. Die Angriffsbemühungen werden riegelgroß von der Deckung des SV Tungendorf gestoppt. Und das passive Spiel wird angezeigt vom Schiedsrichter gespannt. Das heißt, es muss jetzt schnell gehen. Und mit dem Druck kann Ines Jeske verkürzen auf 2-4. Komm, Tempo erhöhen, Tempo erhöhen! Oh, schade, Janis. Wer ist durchgewiesen? Janne, wieder ansagen dann. So, komm, richtig, ist ruhig. Schön, Laura. Tolle Einzelleistung durch Laura Schulze. Das Tor verhindert durch Sina Gülükay zugunsten eines 7 Meters. Da stehen sich gegenüber Sina Gülükay gegen Jessica Ralfs. Und sie nimmt den Weg durch die Hosenträger. 5-2 Führung. Und weiterhin überarbeiten. Da ist er weg. Der Anran gut aufgepasst. Jetzt soll es mal schnell gehen auf Schweriner Seite. Aber auch da ist die Abwehr vom SV Tungendorf im Bilde. Stoppt die Vorwärtsbewegung. Schade, hat sie sich toll durchgesetzt. Bekommt nur den 9 Meter dafür. Das passive Spiel wird wieder angezeigt, vom Schiedsrichter gespannt. Das heißt, jetzt muss wieder eine Entscheidung kommen. Da ist die Entscheidung von den Schiedsrichtern herbeigeführt. Zeitspiel und wieder das schnelle Umschalten. Aber zum Glück konnte man den Ball nicht richtig kontrollieren. Daher Schwerin wieder im Angriff. Ines Jeske erneut mit dem Ballverlust. Und Sina Gülükay mit einer tollen Parade im 1 gegen 1. Nimmt Lara Zastro die Chance für Tungendorf zu erhöhen. Pass auf,
Bei Grün Weiß sehen wir jetzt Jenny Kriegsmann auf der Platte, auf der halblinken Position. Vielleicht kann sie entscheidende Akzente setzen, wo das Angriffsspiel der Schwierigen langsam ins Rollen kommt. Anna Rahn mit dem Ballverlust. Sina Güdükayt war noch dran. Aber Janne Hübner erhöht zum 6:2. So, weiter geht es nach dem Team-Timeout vom Trainer des SC von Grün Weiß Schwerin. Wurfversuch, und es bleibt nur beim Versuch von Jenny Kriegsmann. Und im Gegenzug ist es Ronja. Entschuldige die Aussprache. Gutschniewska. Hallo Leute, Lukas! Und erneut ist Ronja Gutschniewska erfolgreich. Mittlerweile 8:2 für den SV Tungendorf. Die Schweriner Mädels schlafen wohl noch. Oder sind mit der Abwehr überfordert, die sehr kompakt arbeiten tut. Lisa Menzel kann sich nach tollem Anschiff von Jenny Kriegsmann durchsetzen, kommt über die Linksaußenposition und netzt ein. 3:8, nur noch der Rückstand. Ballverlust jetzt auf der Seite des SSV Tungendorf. Wollte gerade sagen, und Schwerin schenkt den hart erarbeiteten Ball wieder zurück. Aber gestört wurde Lisa Menzel durch ihre Gegenspielerin. Daher Freiwurf und die nächste Möglichkeit für die Schwerinerinnen zu verkürzen. Da war es mal, Anne Rahn zieht wunderbar auf die Abwehr, öffnet schon mal einen Teil der Lücke und Jenny Kriegsmann steigt durch und verwandelt zum 4:8. Laura,
Rein da, da bist du durch. Nee, das weiß ich nicht. Hier, spiel es normal, ohne Kreis, komm. Pech beim Abschluss, nur der Pfosten steht Laura Schulz im Weg. Keine Chance eigentlich für Sina Güdükay. Einmal Pech gehabt, einmal Glück gehabt und jetzt Lisa Menzel scheitert an Becke Kettelhut. Nichts passiert. Lisa Menzel nochmal mit dem Versuch. Jetzt ist sie sicher. Verkürzt auf 5:8. Güdükay hat wenig Probleme, diesen Ball abzuwehren. Anne Rahn treibt den Ball nach vorne. Aber sie hat große Probleme heute mit dem Spielgerät. Und da hat Sina Güdükay keine Abwehrchance. Tor für den SV Tungendorf durch die Nummer 8, Laura Schulze. Wunderbar herausgespielt, Kreisel auf der rechten Seite, dann ist eine Überzahl geschaffen, so kann der Ball auf die halblinke Position mit einem langen Pass und Jenny Kriegsmann von dort aus ohne Probleme. 6:9 der Rückstand für Grün-Weiß und jetzt eine 7-Meter-Entscheidung hervorgerufen durch das aggressive Einsteigen von Aylin Brandt. Sina Güdükay pariert gegen Laura Schulze. Zugunsten eines Einwurfs bleibt der SV Tungendorf in der Angriffsbewegung. Jetzt ist sie machtlos, da hat Lisa Menzel geschlafen auf ihrer Position. Da kann sich Janne Hübner durchsetzen. Nein, Entschuldigung, Celina Hoffmann war es, die das 10. Tor für den SV Tungendorf erzielte. Jenny Kriegsmann wird geblockt. Und Celina Hoffmann packt noch einen oben drauf. 11:6 die Führung für den SV Tungendorf. Abspielfehler. Und Celina Hoffmann nur ans Gebälk. Glück für die Schweriner Mädels. Wollte Janne Hübner durch die Wand. Wird gestoppt durch Anne Rahn. Und es sieht alles unheimlich einfach aus. Alexandra Beckmann erhöht zum 6:12.
Technischer Fehler im Aufbauspiel der Mädels von Grün-Weiß. Das macht sich Jan Hübner zunutze und holt sich den 7 Meter raus. Dort stehen sie gegenüber Julia Steinweg gegen Sina Gedulkeit. Auch Julia Steinweg ist sicher vom Punkt und erhöht auf 13-6. Toll gemacht. Der Erfolg bleibt aus bei Jenny Kriegsmann. Und im Gegenzug auch Glück für die Springer Mädels. Und jetzt macht es Jenny Kriegsmann besser. Netzt oben lang ein und verkürzt auf 7-13. Gestoppt von Christine Vogt. Das sind keine Winkel, um von links außen abzuschießen. Nicht für Jenny Kriegsmann und jetzt, wie hier gesehen, auch nicht von Lisa Menzel. Und das wird bestraft durch Ronja Kuczyniewska zum 14-7. Einwurf für den SV Tungendorf. Zieht sich gerade wie ein roter Faden hier durchs Spiel. Viele technische Fehler auf beiden Seiten. Hauptsächlich aber auch auf der Seite von Grün-Weiß Schwerin. Das gilt es abzustellen in den nächsten 25, 30 Minuten. Und da wird der nächste 7 Meter rausgeholt. Und die Strafe zusätzlich für Jenny Kriegsmann. Gelbe Karte. Und wieder Julia Steinweg gegen Sina Güdokeit. Der Ball geht übers Tor. Sina Güdokeit somit der Gewinner dieses Duells. Jetzt haben sie es mal wunderbar schön schnell umgesetzt. Und zufolge ein 7 Meter rausgeholt durch Ines Jeske. Und es tritt an Lisa Menzel gegen Recke Kettelhut. Da war sie dran, aber zu hart geworfen durch Lisa Menzel. Anschlusstreffer 8-14. Passt nichts mehr dazwischen. Christine Groth
von links außen mit Unterstützung des Pfostens. Treffer Nummer 15 für den SV Tuggendorf. Boah, Annemarie Hahn mit einem Lattenkracher. Aber es bleibt nur beim Lattentreffer. Tuggendorf wieder in der Angriffsaufstellung. Komm, jetzt geht's los. Feuer, zack! Und 7 Meter Entscheidung. Sehr gut gesehen von den beiden Unparteiischen. Und jetzt Jessica Reifs gegen Sina Güdokay, die das zweite Mal einen 7 Meter mit ihrem Talent abwehren kann. Es bleibt beim 15:18 für den SV Tuggendorf. Auch da keine Chance von der Rechtsaußenposition. Christine Vogt. Scheitert an Rieke Kettelhut. Und hier haben wir in der ersten Halbzeit noch 30 Sekunden zu spielen. Julia, nochmal jetzt nicht spielen. Aber ich möchte, dass er zurück zu Ronja geht. Die 10. Richtig ausgeführt werden muss es. Direkter Freiwurf nach Ablauf der ersten Halbzeit. Und der geht ins Tor. Alexandra Beckmann. So ein Tor macht man selten. Ihr ist es eben gerade gelungen. 16:8, jetzt die Führung für den SV Tuggendorf. Zweite Halbzeit im Testspiel Grün-Weiß-Schwerin gegen den SV Tuggendorf B-Jugend. Der SV Tuggendorf führt zur Halbzeit 16:8. Viel Arbeit für den Schweriner Trainer. Schauen wir mal, wie die Mädels jetzt ins Spiel hineinkommen. Da schon mal ein Ballgewinn von Eileen Brandt. Es geht schnell. Annemarie Hahn auf Jenny Kriegsmann. Die legt ab auf Annika Bleek. Anschlusstreffer 9:16. Schrittfehler. Jenny Kriegsmann leitet ein. Im Tor der Schwerinerin für Sina Güdokay jetzt Anne Harm. Das war nur ein Würfchen. Ah, der Pass von Ines Jeske geht ins Leere, aber gut aufgepasst durch Ines und sie leitet ein. Aber auch da bekommt die Spielerin Christine Groth die Hände dazwischen. Nur 9 Meter. Ein weggeworfener Ball, nicht erreichbar.
Und nun haben wir hier wieder 3, 4 technische Fehler in Folge. Anna Hahn mit der Parade. Gerade die Aufforderung vom Trainer vom SV Thomdorf, spielt mal wieder Handball. Sieht ein bisschen fahrig aus, aber auch da, oh, tolle Parade, Anna Hahn. Steht goldrichtig. Da hat Anna Hahn Glück gehabt, wird geblockt, unhaltbar abgefälscht für die Torhüterin Ricke Kittelhut. Anschlusstreffer 10 zu 16. 1, 2 schnelle Pässe auf der Gegenseite. Abspiel zum Kreis. Dort steht Jessica Ralfs und erhöht wieder auf 17 zu 10. Wenn die ganzen technischen Fehler hier nicht wären in diesem kleinen Testspiel, wäre es ein schönes, schnelles, attraktives Handballspiel. Ines Jeske mit dem Fehlpass und Laura Schulze resolut mit Unterstützung des Pfostens erhöht auf 18 zu 10. Jenny Kriesmann wird geblockt. Der lange Pass durch Ricke Kittelhut auf Julia Steinweg. Sie erhöht zum 19 zu 10 für den SV Thomdorf. Ines Jeske gestoppt durch Laura Zasko, die dafür auch noch die gelbe Karte sieht. Und es tritt an Eileen Brand gegen Ricke Kittelhut. Sicher verwandelt, Anschlusstreffer 11 zu 19. Ines Jeske sich toll durchgesetzt, scheitert nur am Pfosten und im Nachwurf Jenny Kriegsmann mit dem Versuch über links außen. Da wo Ricke Kittelhut sehr gut positioniert ist, wenn die Würfe von der linken und rechten Außenseite kommen. Somit bleibt es beim 19 zu 11.
Anne Harm mit einer guten Parade, mit einem etwas schlechteren Pass. Das Ganze mit Glück ausgegangen. Schwerin bleibt im Ballbesitz. Keine Kontrolle über den Ball. Anne Rahn verliert die Kugel. Und Alexandra Beckmann erhöht zum 20:11 für den SV Tungendorf. Jenny Kriegsmann von 9 Meter Schlagwurf durch die Abwehrarme und den Treffer zum 12:20 und im Gegenzug sofort erfolgreich Jessica Ralfs 21:12. Ah, da fehlt noch die Feinjustierung. Das Ganze endet mit viel Glück und Ballbesitz für Schwerin. Der Pass kommt an von Laura Zastro auf Alexandra Beckmann, die erhöht zum 22:12. Auch Lisa Menzel scheitert wieder über außen an Rieke Ketelhut. Und Anne Harms mit einer tollen Parade wartet lange, fährt die Krakenarme aus und werft den Wurf von Celine Hoffmann ab. Da war das Loch, da war die Möglichkeit. Anne Rahn verzichtet auf den Wurf. Ines Jeske scheitert, Anne Rahn scheitert. Nun langsam sollten die Schweriner Mädels begreifen, dass Rieke Ketelhut von den Außenpositionen kaum zu bezwingen ist. Toller Einsatz von Janne Hübner. Sieben Meter. Und die 2-Minuten-Strafe für Jenny Kriegsmann. Jetzt das Duell Laura Schulze gegen Anne Harm. Alex
Laura Schulze bleibt erster Sieger im Duell vom 7-Meter-Punkt. 23-12, die Führung. Das Team-Timeout ist beendet. Fred Vorfahr nochmal mit Instruktionen für seine Mädels. Jetzt hat es mal geklappt. Anaran tankt sich durch, bezwingt Ricke Kittelhut und verkürzt auf 13-23. Da erarbeitet sich Ronja Gujniewska den 7 Meter und es tritt an wieder Laura Schulze gegen Anne Harm. Da hat sie sich umgestellt, Anne Harm auf die Grundlinie, aber auch dort ist sie ohne Erfolg. Treffer Nummer 24 für den SV Tungendorf. Dem entgegenstehend 13 für Grün-Weiß-Schwerin. Fehlpass, noch ein Fehlpass und Marie Harder arbeitet sich durch, holt den 7 Meter raus. Und Anne Rahn geht zum 7 Meter Punkt. Und bleibt Sieger im Duell mit Ricke Kittelhut. 14-24. Das ist zu einfach. Da kann Laura Schulze gleich wieder nachlegen. Und wieder die 11-Tore-Führung. 25-14. Zack, zack, rein das Ding, Janne Hübner. Treffer Nummer 26.
Da hat Caro Klaus Glück gehabt. Abstimmungsproblem zwischen Ines Jeske und Laura Stamer. Aber der Wurf geht vorbei. Aber auch dieser Wurf von Laura Stamer bleibt durch den angesetzten Heber an der Latte hängen. Tungendorf wieder im Ballbesitz. Es bleibt bei der 12-Tore-Führung. Eben scheitert Laura Schulze noch am Torwart. Jetzt erfolgreich zum 27. Treffer. Und sie leitet mit einem gut erarbeiteten Ball in der Abwehr den Gegenstoß ein. Laura Zastro erhöht auf 28-14. Gelbe Karte für die Nummer 7 vom SV Tungendorf, Jana Hübner. Schwerin findet kein Mittel, ihre Angriffsbemühungen zu unterstreichen mit einem Treffer. Auf der Gegenseite ist das Ganze erfolgreicher. Ronja Gojniewska erhöht auf 29-14 und Glanzparade abgetaucht durch Rieke Ketelhut. Der Wurf geht am Tor vorbei. Sehr gut. Ines Jeske an den Pfosten. Da hatte ich fast gehofft, dass der Ball ins Tor geht. Caro Klaus guckt ihrer Gegenspielerin schon in die Augen, spielt ihr den Ball zu. Im Rückzugsverhalten hat sie Glück, dass sie richtig steht. Somit bleibt Schwerin im Ballbesitz. Bei noch 6 verbleibende Minuten heißt es jetzt hier Ergebniskorrektur. Und Ines Jeske beginnt damit. Erzielt den 15. Treffer für Grün-Weiß Schwerin. Toll die Abwehr rübergezogen auf die linke Abwehrseite. Dann der Parallelpass
auf Ronja Golinewska. Sie mit Treffer Nummer 5 in diesem Spiel und dem 30. für den SV Tungendorf. Laura Stamer, und wieder steht ihr der Pfosten im Weg. Kein Fortun bei den Abschlüssen von links außen. Und auf der Gegenseite wird es genutzt. Laura Schulze, Treffer Nummer 6 in diesem Spiel. 31 für den SV Tungendorf. Und wieder Ballverlust. Doppelter Doppelpass. Und der gekonnte Heber von Janne Hübner. 3, 32 zu 15. Zur Besprechung der beiden Unparteiischen haben sich schnell geeinigt. Freiwurf für Grün-Weiß-Schwerin. Anna Rahn setzt sich durch im 1-1, zieht die 2 Minuten für Leandra Künz. Julia, Übergang ohne mit dem Rückstoß. Ja, aber ohne den Doppelpass. Was? 17? Was? Ja. Wer? Wer? Hm? Rahn, Anne Rahn. Okay, komm, 1-1 spielen. An die Latte. Und im Gegenzug Reke Ketelhut mit 2 Klasseparaden. Einmal gegen Laura Stamer, einmal gegen Anna Rahn. Ein Garant in diesem Spiel. Die Torhüterin des SV Tungendorf. Und vorne Janne Hübner erhöht zum 33 zu 17. Und die nächste Parade, der Rückhalt für den SV Tungendorf, Reke Ketelhut. Und im Gegenzug, als ob es so leicht wäre, Julia Steinbeck mit dem Treffer Nummer 34. Eine Minute noch zu spielen in diesem Spiel. SV Tungendorf füllt wieder auf. 6 gegen 6. Und
Sie kriegen immer wieder eine Hand auf den Ball, zerstören damit das Schweriner Angriffsspiel. Und Ballverlust. Caro Klaus. Und nochmal 25 Sekunden Zeit vor Ende dieses Spiels. Und es dauert noch nicht mal allzu lange. Laura Schulze erhöht auf 35-17. Und Schwerin jetzt nochmal mit der Möglichkeit in den letzten 10 Sekunden. Jetzt nur noch 5 Sekunden. Das läuft auf einen direkten Freiwurf hinaus. So wird es geschehen. Caro Klaus versucht jetzt auch ihr Glück. Mit einem Heber auf die Latte. Auch nicht schlecht. Aber nicht erfolgreich. Das Spiel geht aus Grün-Weiß-Schwerin gegen den SV Tuggendorf 17-35.